Wie macht der Flamingo? Herzlich willkommen bei Flamingo Gaming zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich spiele hier die Ämter mit Schalldämpfer und Vordergriff. Perks sind Vorbereitung, Fingerfertigkeit, Schnellziehen, Erledigung, Konzentration und Totenstille. Strix habe ich den Hund dabei auf der 5, die Trinity auf der 7 und auf der 9 den Eli. Den einen, und das eben gerade war mein Fehler, ich hätte den Typen eindeutig haben müssen, der ließ wohl die Konzentration ein bisschen nach. Keine Ahnung, da habe ich kurz gepennt. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, über meine Schläfrigkeit. Watch Dogs kommt ja am 27. Mai raus und da bin ich schon total gespannt. Ich glaube, das wird so ein erster richtiger, großer Klassiker auf der PS4 werden, so mit richtig coolen Grafiken und Scheiße und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Jedenfalls richtig, richtig tolles Game wird das werden, meine ich. Wir haben schon ein paar Trailer gesehen und Zeugs. Chicago schaut wirklich echt klasse aus. Also die Grafiken sind super und allein das ganze Konzept von dem Spiel ist richtig geil. Ich meine, man kommt schon drauf, dass du mal so ein Handy einpackst und hier alles hacken kannst. Ne? Nicht nur so, keine Ahnung, andere Handys, aber auch Computer, Bankautomaten, Straßennetze, ganze Elektrizitätswerke und alles. Also richtig, also echt eine geile Idee für ein Spiel. Was meint er, wenn er zwei Lesben als Nachbarinnen hat, die ab und zu mal ihre Spielchen aufnehmen und glauben, das wäre alles schön privat? Dann kannst du mal kurz so rüber blinzeln und ein bisschen zuschauen. Aber hey, selbst wenn es das nicht geben sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es das gibt, gibt es einige coole Sachen, die sie reingetan haben. Einfach nur der Polizei das Licht auszuknipsen, während sie dir die Handschellen anlegen, ist eine geile Idee. Dann glauben sie, sie haben dich und dann gibt es erstmal saftigen Hai und in der Dunkelheit. Ja, das ist schon cool. Haben sie auch mal viel in die Vertikalebene verlegt, das heißt, du kannst, das ist fast schon ein Jump-and-Run-Spiel geworden, du kannst flüssig über die Autos fliegen mit Parkour-Tricks und allem möglichen, verschiedene Walls und Scheiße. Ich irgendwie auf mich gleich in Leit und schnell hochbewegen und Wände hochrennen und lauter so Zeugs, das ist wirklich ziemlich geil. Da wird es auch, denke ich mal, die ein oder andere Parkour-Session geben, wo ich einfach nur mal durch die Stadt renne und schaue, dass ich so schnell wie möglich von A nach B komme. Vielleicht ein paar Cops abhängen kann unterwegs. Ja, wird schon wirklich, wird wirklich Hammer werden. Ich entschuldige mich nebenbei für die ersten langsamen Minuten vielleicht des Gameplays. Es ist noch nicht viel passiert hier. Ich bin jetzt gerade bei 8:4, habe eine 2er KD. Jetzt laufe ich hier um die Ecke, sehe einen, hätte den kurz ansehen, zweiten im Augenwinkel, lauf hinten raus. Sehe die beiden Deppen reinlaufen, kommt auch einer von vorne, kurz nachgeladen, hingelegt und beide weggekriegt. Schöner Triple, sehe er noch auf die Weite. Den gerade noch, bevor er reinrennt, habe einen Wachhund. Und ja, ich hätte selbst auf keinen Fall besser machen können, meine ich. Aber das soll jetzt hier auch gar nicht das Thema sein. Zurück zu Watch Dogs. Ich habe gestern meine Uplay Edition bestellt, die Steelbook Edition, die es exklusiv bei Ubisoft zum Bestellen gibt. Mit ein paar Einzelspielermissionen noch dazu und zusätzlichem Gameplay von 60 Minuten, keine Ahnung, bla bla bla. Die ganzen Extras, die sie da halt anbieten. Ja, am 27. Mai kommt es raus. Ich hoffe, dass ich meine Edition pünktlich bekomme. Ich habe vor, das Ganze zu Let's Playen, das heißt, die einzelnen Parts aufzunehmen, zusammenzuschneiden, hochzuladen, dass ihr das Ganze mitverfolgen könnt. Sobald die Edition bei mir zu Hause angekommen ist, sobald der Briefträger da ist, werden auch schon die ersten Parts kommen. Das heißt, hoffentlich planmäßig am 27. Mai. Dann wird es direkt am 27. den ersten Part geben, werde ich direkt hochladen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich finde das auf jeden Fall eine klasse Idee. Und bin schon gespannt, wie das ganze Spiel werden wird und werde dann meine Eindrücke auf jeden Fall mit euch teilen. Das heißt, am 27. Mai unbedingt auf meinem Kanal vorbeischauen, dick im Kalender einrahmen. Wird es den ersten Part geben, wenn das planmäßig verläuft, so wie ich mir das vorstelle. Die anderen Parts wird es dann im täglichen Rhythmus wahrscheinlich geben, so wie ich Zeit habe. Müsste eigentlich ganz gut ausschauen. Vielleicht kommen mal am Tag zwei Parts hoch, das werde ich dann auch sehen, wie ich das genau mache. Aber ich schaue auf jeden Fall, dass ich euch täglich ein Part hochlade. Wird so ungefähr, ja, 10 bis 15 Minuten sein. Ich kann nicht mehr als 15 Minuten YouTube-Video hochladen. Da ist mein Kontingent dann erschöpft irgendwann. Das heißt, die Videolänge irgendwo zwischen, ja, 10 und 15 Minuten ungefähr. So, das war's zum ersten Teil. Watch Dogs, Let's Play. Kommt auf jeden Fall am 27. Mai. Zweiter Teil ist, ihr habt ja schon gesehen, dass ich multilingual unterwegs bin auf meinem Kanal. Das heißt, ich hau ab und zu mal ein deutsches Video raus und dann kommt wieder mal ein englisches Video. So habe ich das jetzt bei meinen ersten Extinction Gameplays gemacht. Werde ich in Zukunft auf jeden Fall so beibehalten. Das heißt, abwechselnd mal Deutsch und Englisch. Mir gefällt das ziemlich gut, ab und zu auch mal ein bisschen auf Englisch zu quasseln. Und wenn euch das gefällt, sagt es mir einfach. Ich kann auch gerne mehr Englisch bringen oder je nachdem, mehr Deutsch. Es gibt auf jeden Fall auch ein paar englische Zuschauer, die wenig Deutsch verstehen. Und denen mache ich das dann gerne auf Englisch. Es wird auf keinen Fall zweimal dasselbe Gameplay kommen. Das heißt, Gameplays gibt es immer nur exklusiv. Wenn ihr wirklich ein Gameplay sehen wollt, was ihr noch nicht gesehen habt und ihr mögt die englischen Videos nicht so, kann ich euch das leider auf keinem anderen Weg präsentieren.
Hier nebenbei nochmal. 1, 2. Komm schon, wo seid ihr? 3, 4. Quad Feet for the win. Da ist der nächste Wachhund. Und dann werde ich hier ganz ranzig mit einer DMR gekillt. Ja, super gecampt da hinten. Aber okay, macht ja nichts. Ich bin jetzt bei 27 zu 6. Das Spiel ist schon fast dumm. Wir sind bei 72 zu 36 und das Ganze schön noch für uns entscheiden können. Ich mache jetzt hier noch einen Kill. Und ja, das war's dann auch schon wieder zum Gameplay und zu meinem Commentary. Wie gesagt, Jungs, Watch Dogs Let's Play kommt am 27. Mai planmäßig raus, wenn das alles so hinhaut. Commentaries gibt's nach wie vor Englisch und Deutsch, wenn euch das gefällt. Wenn ihr mehr Englisch haben wollt oder mehr Deutsch, schreibt es mir in die Kommentare. Gruß noch an Blamer, der hat hier die Runde mitgespielt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt meinem Video ein Like. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao!